Willkommen zurück auf meinem Kanal, ist wieder euer Berliner mit einem neuen Spiel und zwar Northgard. Ist gestern am 22.02. erschienen und ist ein, wie ihr seht, schon hier mit Feldzügen. Die sind aber noch nicht verfügbar, die werden nachgereicht. Ist ein Early Access Titel. Einzelspieler ist im Moment verfügbar, mehr Spieler soll auch noch kommen, worauf ich mich richtig freue. Und wie ihr seht, richtig viel braucht man nicht einstellen, wie man bauen tut, die Tastenkombination, aber ich mache ja alles mit Maus. So, und ich gehe mal rauf auf Einzelspieler. Und ich sage, unser Clanname sind die rostigen Schlitzer. Und wir nehmen die Farbe grün normal, lassen wir. Und wir können die Höchst-KI mit 3 Gegnern einstellen. Das werden wir auch machen. Und dann drücken wir OK. So, und dann haben wir hier die verschiedenen Clanarten, die wir aussuchen können. Im Endeffekt haben wir den Wolf, der ist sehr aggressiv. Die Krieger kosten weniger. Land entdecken kostet weniger. Hoheitsgebiete im Endeffekt. Dann haben wir hier den Hirsch. Der Hirsch ist im Endeffekt, der startet mit 75 Nahrung, mehr Holz und Kröns. Ich weiß noch nicht, was Kröns sind. Mal gucken. Halle der Skallen ersetzt die Brauerei und produziert zusätzliche Ruhm. Und hier Hochstimmung, eure gesamte Produktion erhöht sich, bla und blub. Und wir werden auf jeden Fall das nehmen, weil das ist, glaube ich, für uns recht gut, dass wir erstmal mit Nahrung anfangen. Ich weiß aber nicht, ob wir großartige Probleme haben mit Nahrung. Weil wir ja die Einwohner am Anfang haben, die fangen automatisch an zu sammeln, das werde ich euch gleich zeigen. Und dann haben wir hier den Ziegenclan. Ziegen mag ich grundsätzlich nicht, deswegen nehme ich die auch nicht. Die heißt übrigens Heidrun. Perfekter Name. Eityrinir und Fenrir. Und ich würde fast schon sagen, da wir... mehr Produktion von Material wäre auch gut. Aber das wäre auch gut, weil Angriff militärische Einheiten erhalten einen Angriffsbonus bei 20% bei allen Kämpfen außerhalb eurer Hoheitsgebiets. Wir werden mal einen auf Kriegermäßig machen. Wir nehmen den Fenrir. Ich will es testen, mal gucken. Vielleicht sterben wir auch sofort, weil uns die Nahrung fehlt. Wie gesagt, ich spiele jetzt zum ersten Mal. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Nur ein bisschen vorher die Trailer gesehen. Von dem Firma selber. Im Endeffekt haben wir hier unser kleines Dörfchen mit 3 Einheiten. Was das Coole ist, solange wir hier, wie wir hier oben die Zufriedenheit haben, kommt der Punkt dazu, dass diese Mannequins, sieht ihr selber gerade, ich fahre mal ran, selber sammeln. Das heißt, sie sammeln selber Nahrung und kümmern sich um die Nahrung. Wir müssen nichts erstellen. Solange wir auch diese Zufriedenheit haben, kommen immer mehr Dorfbewohner rein. Also die produzieren sich im Endeffekt alleine. Entschuldigt, ich musste niesen. Daher ein kleiner Schnitt. Und ja, wie gesagt, wir fangen mit diesem Gebäude hier an. Das ist unser Gemeindehaus. Die Karte seht ihr hier. Ich weiß noch nicht, wie groß diese Karte wird oder ob es eine kleine Karte bleibt. Mal gucken. Wir haben hier drüben haben wir die Kriegermeute oder Kriegsmeute. Und die Zivilisten haben wir. Da haben wir dann Endeffekt Holzfäller, einen Bauern, Speer, Meisterlehren, Schmied, einen Brauer, einen Seefahrer, einen Händler, einen Bergarbeiter, einen Fischer, einen Jäger und einen Heiler. So, und da haben wir schon das vierte Mannequin, wie ihr seht. Die Zufriedenheit ist da. Sie sammeln Nahrung. Wir haben genug Holz. Und hier unten haben wir die Möglichkeit zu bauen. Als erstes haben wir die Möglichkeit mit dem Haus, ein Spählager und eine Holzfällerhütte. Und ich würde sagen, wir bauen zuerst eine Holzfällerhütte. Die werde ich hier hinten hinhauen. Weil da haben wir, so wie es aussieht, ein bisschen Wald. Und ich sehe gerade, die Karte hat sich gerade verschoben. Das heißt, die Karte wird noch wesentlich größer, so wie es aussieht. Dann sind ganz viele Bäume, sieht man schon. Aber warten wir mal ab. Er baut jetzt fleißig, seht ihr ja, diese Holzfällerhütte. Das dauert immer einen Moment. Die sammeln in der Zeit weiter. Ich guck mal gerade. Ah, hier kann ich ein Festmahl organisieren. Gewährt 22% Bonus für gesamte Produktion. Wow, ist aber krass. Also im Endeffekt können wir die ein bisschen pimpen. Und die sind fleißiger. Wir sind ein kleiner Wikinger-Clan, der im Endeffekt dieses neu entdeckte Land bevölkern muss. Achso, abgeschlossen, Bau. Der im Endeffekt diese, dieses Land entdecken soll, was sie gerade gemacht haben und kriegerisch behandelt haben soll. Wir müssen diese Figuren anklicken und mit der rechten Maustaste auf das Haus gehen. Dann wird dieser,
diese Figur automatisch von zum rotbärtigen Holzhacker, wie ihr seht, und er fängt fleißig an, Bäume zu fällen. Wir haben ja nicht gerade viele Bäume hier, sehe ich gerade. Wir müssen also sehr schnell expandieren. So, wir schauen mal nach. Jetzt hat sich da noch nichts getan. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, andere Gebäude zu bauen. Ausbildungslager haben wir zum Beispiel, einen Handelsposten, Verteidigungsturm und eine Heilerhütte. Andere gibt es noch: Bergwerk, Fischerhütte, Felder, okay. Und eine Jagdhütte. Hier unten haben wir gemeißelter Stein, fortgeschritten, Nahrungssilo, ein Langschiff, also ein Wikingerschiff, eine Brauerei, ein Altar der Könige, geil, eine Schmiede und ein Marktplatz. Also sehr umfangreich. Und wir haben einen neuen Bewohner und die sind fleißig am Sammeln, wie ihr seht. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt als erstes, ich weiß nicht, von wo die Gegner kommen könnten. Wir bauen mal hier, ich würde sagen, genau hier rein. Sicherheitshalber einen Verteidigungsturm, den wir später auch besetzen werden. Wie gesagt, solange diese Figuren arbeitslos sind, also Hartz IV beziehen auf Deutsch gesagt, sind die fleißig am Nahrungsmittel sammeln, was ich ziemlich cool finde. So, und wir gucken jetzt mal weiter. Er baut da fleißig. Und ich würde schon fast sagen, wir bauen das nächste. Ein Speerlager. Bildet eure Höhlen zu Speeren aus, um neue Gebiete zu erkunden. Na, das machen wir doch. Den setzen wir mal, das Speerhäuschen setzen wir mal hier hin. So, oh, es fängt an zu regnen. Ja, und wie gesagt, ihr könnt mir ja in die Kommentare reinschreiben, was ihr im Moment von diesem Spiel noch haltet. Ich bin da sehr gespannt. Ich fand es ziemlich cool. Ich mochte ja Siedler. Und da bin ich, wie gesagt, sehr gespannt drauf. Da seht ihr, da ist die Hütte fertig. Oder der Verteidigungsturm. Beschießt Feinde, schützt eure Gebiete. Okay. Und hier haben wir Dorfbewohner. Und der ist gleich fertig. Da haben wir's. Und ich würde sagen, wir können jetzt einen nehmen. Klicken rechts an und wir haben ein Speer und wir können neue Gebiete erforschen gehen. Macht er das automatisch oder muss ich den da anklicken? Okay, ich muss ihn anklicken und hinschicken. Ist ja auch geil. Das wusste ich nicht. Aber macht er alles alleine? Macht er jetzt? Ach so, der ist dann in dem Gebiet drin. Der Ladebalken oder dieser Erkundungsbalken dreht sich im Kreis und wenn der voll ist, haben wir ein neues Gebiet erkundet. Das ist ja mal geil. Das finde ich richtig gut. So, wir bauen... Gegner haben wir noch nicht, deswegen warten wir noch einen Moment. Und wir bauen weiter. Oh, jetzt wieso können... Achso, weil wir nicht genug Holz haben, können wir nichts weiter bauen. Okay, ich verstehe. Das ist ja auch doof. Wir bauen jetzt ein Haus, damit wir die Leute zufriedenstellen können. Und ich würde sagen, das Häuschen... Okay, der hat das nächste Land erforscht. Was haben wir denn da? Eine Ruine. Sehr schön, Leute. Besiedelt für 20 Äpfel. Wie viele Äpfel haben wir? 258. Na, perfekt. Da gehen wir jetzt hin. Wir besiedeln dieses Gebiet. Vor allem haben wir wieder Wald. Das ist ganz wichtig. Und er erforscht gleich das nächste Land. Das wäre sehr cool. So, können wir was Neues bauen? Nee, wir sind im Moment völlig ausgelastet. Wir bräuchten eigentlich noch einen Holzfäller, glaube ich. Wenn wir mal noch ein Mannequin zum Holzfäller machen, weil das ist im Moment sehr wichtig. Das Haus ist abgesetzt. Wir haben jetzt 2 Zufriedenheitspunkte. Perfekt, Leute. 27 Holz haben wir nur. 50 Gold oder Kupfer. Ach nee, Gröns. Okay. Jetzt weiß ich, was es ist. So, was haben wir denn hier noch? Wolfsclan, das ist unsere Beschreibung. Der Häuptling. Erhöht euren Ruhm. Das ist das. Okay, 2 von 12 Gebiete. 12 Gebiete gibt es also. Okay. So, hier haben wir noch keine Gegner gefunden. Neues Gebiet erkundet. Auch ein schönes Gebiet. Mal sehen, ob irgendwelche kriegerisch gegen uns gesinnt sind. Hier können wir Steine abbauen. Und was haben wir hier noch alles? Wissen. Okay, ah, genau. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sowas dazu zählt. Ich hatte das in einem Video gesehen. Da war so eine Steintafel wie Stonehenge. Und dann hat man dadurch lernen können. Und dadurch kann man neue Sachen lernen. Wie hier zum Beispiel Plünderung, Pelzmäntel, scharfe Äxte, Handel. Also wir können hier noch skillen selber. Wir haben 49, 50 Wissenspunkte. Und wir könnten, glaube ich, jetzt schon eins machen. Ich will aber nämlich
kämpfen. Deswegen warten wir mal noch. Wir heben das mal noch auf. So, wie können wir das denn? Achso, können wir da einen hinschicken? Nee, können wir nicht. Hm. Okay, wir gucken mal nach, ob wir was bauen können. Vielleicht können wir da irgendwas in die Nähe bauen. So, was haben wir denn hier noch? Ein Handelsposten. Ich glaube, ein Handelsposten ist noch zu früh. Wir haben noch nichts gefunden. Oh, Wölfe haben wir da. Was haben wir da? Steine, okay. Das sind so eine Steine, von denen ich gerade geredet habe wahrscheinlich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich im Moment noch brauche. Was brauchen wir noch? Ich werde mal noch eine... Machen wir mal einen Handelsposten hin, würde ich sagen. Ach so, den Handelsposten brauche ich für die anderen Gebiete, für meine eigenen Gebiete. Ich verstehe. Wir werden jetzt hier mal erstmal noch ein Haus hinsetzen. Genau. Dahin. Ja, wir werden noch was bauen. Wir werden hier noch eine Heiler... Ach so, hier kann ich keine Heilerhütte bauen. Okay. Machen wir mitten hier in dem Wald eine Heilerhütte. So, und erstmal weiter am Verforschen. Gucken wir mal nach. Oh, was ist das denn? Ein Braunbär soll es sein. Das sieht aus wie so ein Fabelwesen. Okay, eher mehr so wie ein Waschbär. Oh, Schneezone. Ach so, oh. Okay, wir haben also Wetterschwankungen drin. Zufriedenheit ist eigentlich noch bei 2. Wir haben 305 Nahrung. Doch klar. So, wieso baut er hier nicht weiter? Ach so, wir brauchen Dorfbewohner. Okay. Bau mal bitte da. Und du bitte bau da. Ach, der hat jetzt die Nahrung weggeschmissen. Das ist natürlich doof. So, was haben wir denn da? Das sieht aus wie Lava. Ja, ist Lava. Sehr nice. Also bisher gefällt mir das gut, das Spiel, muss ich echt sagen. So, wir sind da auch gleich fertig. Lasst ihn nicht fressen von dem komischen Bären. Wölfe haben wir um uns rum, Bären haben wir uns rum. Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Er ist am Bauen, er ist am Bauen. Sehr schön. So, wie können wir das denn hier erforschen? Gar nicht. So, er hat das nächste Gebiet erkundet. Bin sehr gespannt, Leute. Oh, was haben wir denn da? Draga. Okay, die Heilerhütte ist abgeschlossen. Aufwerten. Können wir jetzt noch was bauen? Nee, wir können nichts bauen. Doch, klar. Ich gucke mal nach, aber... Nee, wir haben noch keine Lehrpunkte, weil ich würde gerne was mit Handel machen oder scharfe Äxte für die Holzfänger. Holzfäller. Fänger, ja. Na klar. So, ein Speer haben wir. Sehr schön. Da hinten sammelt auch schon einer Nahrung. So, ein Haus haben wir dort. Wir haben 2 Zufriedenheitspunkte. Gibt es doch irgendwo was, was ich noch nicht gefunden habe? 9 von 15 sind möglich. Das reicht erstmal. Holzproduktion geht voran. Wir brauchen eigentlich mal 9 Bewohner. Können wir das machen? Wahrscheinlich, oder? Die können wir nicht machen. So, was haben wir hier? Erhalten Bänke außer dem Tod. Unsere Nahrungsproduktion ist verringert. Das ist klar, aber es ist ja Winter. Wir frieren uns ja den Arsch ab. Da müssen wir richtig aufpassen. Da haben wir ein paar Gegner. Da brauchen wir demnächst ein paar Krieger. Ich weiß auch nicht, ob die in die Gebiete hier eindringen. Müssen wir mal. Okay, neues Gebiet erkundet. Noch mehr. Was haben wir hier? Steine zum Lernen. Was haben wir denn hier? Ziegen, ne? Mäh. Sieht man nicht, weil das Gebiet noch nicht erkundet ist. So. Was bauen wir denn jetzt? Was war das? Neues Gebiet? Das haben wir schon. Achso, die sind fein verteidigt. Ausbildungslager. Dieses neue Gebiet wird von Feinden verteidigt, errichtet ein Ausbildung und macht dort Dorfbewohner zu Krieger. Wo krieg ich denn? Oh nein! Unser Wolf! Ein Wolf greift uns an! Gut. Sehr schön. Ein dummer Wolf. Also gehen die auch in unsere Gebiete rein. Das ist auch nicht schlecht, finde ich cool. Gefällt mir gut. Wo ist das Ausbildungslager? Fischerhütte? Wo haben wir denn Ausbildungslager? Ja, hatte ich da vorhin vorgelesen, ne? Nee, halt. Wo kriege ich denn jetzt ein... Achso, muss ich dafür... Kann ich hier scrollen? Nein, kann ich nicht.
Speerlager? Holzfällerhütte? Ach, da! Wir bauen jetzt ein Ausbildungslager und ich würde sagen, machen wir hier zwischen die Dörfer. Da fängt schon einer an zu bauen. Sehr schön. Oh, es brennt! Was soll ich da machen? Gebäude zerstören? Kann ich das noch nicht mal? Nächster Dorfbewohner. Wie kann ich das Feuer löschen? Hat da wieder eine heimlich geraucht. Wir können neue Handel machen. Scharfe Äxte. Besiedlung. Bergarbeiter. Okay. Das war jetzt dumm, glaube ich. Pelzmäntel. Plünderung. Na gut. Wir haben jetzt erstmal was freischalt, was ich eigentlich nicht brauche. Und wieso können wir den Turm nicht retten? Können wir den nicht löschen? Feuerwehr! Wir brauchen eine Feuerwehr. Scheiße! Echt jetzt? Geht euch das am Arsch vorbei, dass das brennt, die tote Ding? Ach da, reparieren. Oh, hab ich gar Glück gehabt, Leute. Okay, so löscht man also. Wir brauchen diese Kreistafel hier, dann können wir mehr Wissen generieren. Und wir werden jetzt sofort einen Krieger bearbeiten. Ach, das ist ein Holzfäller, den werden wir behalten. Und den machen wir gleich zum Krieger. Die Portale nach Helheim sind offen. Wir müssen unsere Verteidigung organisieren, bevor der Drache eintreffen. Okay. Verteidigung, Verteidigung. Wir müssen Türme bauen. Nein, nicht eine Heilerhütte. Wir brauchen einen Turm. Turm können wir nicht bauen. Uns fehlt Holz und Gold. Na super. Ach man, ist da ärgerlich, Leute. Oder wir greifen zuerst an, dann können sie uns nicht angreifen. Ja, wir werden die angreifen, obwohl das sind drei. Wir machen drei Krieger. Wir bauen da noch einen gleichen Verteidigungsturm hin. Wir brauchen unbedingt Gold. Wir kriegen aber kein Gold dazu. Das heißt, wir müssen. Oh, was war das? Mehr Krieger können wir nicht. Nur die? Na gut, dann gehen wir jetzt dahin. Machen wir einen platt. Mal sehen, ob wir es schaffen mit den paar Mannequins hier. Ich weiß ja nicht, wie stark die sind. Obwohl, es sind Wikinger, die sind immer stark. Die hauen auf die Maul. Oh, die greifen da alle drei dann an. Das ist ja doof. Okay, die sind sehr stark, unsere Leute. Nein! Ihr dürft nicht sterben. Scheiße. Wieso kann... Ach so, weil ich kein Gold mehr habe. Nein. Wieso kann ich nicht... Scheiße, wir kriegen auch kein Gold dazu, ne? Minus. Aktive Händler. Gebäudeanschaltung. Ach nein. Wie krieg ich denn jetzt Gold dran? Da haben wir die nächste Tafel. Okay, erkundet weiter. Und wir müssen sehen, dass wir uns irgendwie verteidigen können. Von unser Gold wird weniger. Wir werden jetzt ein... Wir müssen einen Handelsposten bauen. Ach so, nur drei Gebiete da. Ach so. Ich kann in die neuen Gebiete nur drei Dinger bauen. Das ist ja auch doof. Na gut, dann werden wir das Ding hier besiedeln. Für Äpfel. Na gut, Leute. Aber wie gesagt, ich würde sagen, war es dann erstmal für heute. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Nordgard spielen. Ihr könnt mir einen Kommentar mal da lassen, wie ihr das Spiel findet. Was ihr dazu sagt. Und ja,
Somit sage ich erstmal schön mit Ö. Bis zum nächsten Mal. Haut mir einen Daumen rein, wenn ihr wollt, sogar ein Abo, die Leute, die mich weiter verfolgen wollen. Und somit sage ich erstmal schön mit Ö. Bis zum nächsten Mal. Euer Berliner.